Heute habe ich die Sandra bei mir zu Gast. Sie ist eine ganz, ganz bezaubernde Weddingplanerin und wir wollten ein wenig über nachhaltige Hochzeiten schnacken, weil es ist von uns beiden ein Herzensthema, wo wir beide denken beziehungsweise überzeugt sind, dass es ein Zukunftsthema ist und auch generell ein wichtiges Thema. Nicht, dass man das jetzt übertreiben muss und wir, glaube ich, beide nicht unbedingt so die Fanatiker sind, aber dennoch glaube ich schon, dass wir beide ein Bewusstsein haben und darauf achten, ne? Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, ich stelle mich vielleicht kurz vor und du vielleicht auch Sandra. Also ich bin Steffi, ihr solltet mich hoffentlich kennen, wer meinem Kanal folgt. Ich bin Hochzeitsfotografin hier in NRW in Düsseldorf, bin sehr, sehr viel unterwegs, weil ich bin ein Schwab, da komme ich her. Daher bin ich da immer noch viel unterwegs. Und genau, ich bin super spontan, super lustig, flippig, aktiv. So mit mir wird es nicht langweilig. Und ich liebe die Natur, ich liebe Berge. Ich liebe natürliche Hochzeiten, nicht so viel Shishi am besten und wirklich gerne lieber rustikal, also authentisch. Würde ich jetzt mal sagen, es muss zum Paar passen, das liebe ich einfach. Was du schicken solltest, übrigens, ein Bild von deinem Pool. Vom Hier. Pool. Das bin ich, liebe Sandra, stell dich doch kurz vor. Genau, ich bin Sandra, ich bin 35 oder werde jetzt bald 35. Ich komme aus Dienstlaken, bin Mama von zwei Kindern, bin auch ein totaler Naturtyp. Wir ergänzen uns da total super oder sind uns da auch eigentlich eher sehr gleich, haben wir auch schon vorher festgestellt. Ich bin Hochzeitsplanerin, habe zusammen mit meinem Vater die Agentur Save the Day gegründet, also eigentlich so ein kleines Familienunternehmen. Wir betreuen halt hauptsächlich Hochzeitspaare, planen dann eben die Hochzeit, aber auch Polterabende, Junggesellenabschiede und so weiter, bieten auch einen kleinen Dekoverleih an. Und mir persönlich ist eben auch, wie du schon gesagt hast, das Thema Nachhaltigkeit ein Herzensthema, weil ich auch privat halt versuche, möglichst nachhaltig, ressourcenschonend zu leben. Ich bin selber auch vegan, also versuche es in meinem Alltag wirklich gut einzubinden und denke auch, dass allgemein das Thema halt immer zum Glück größerer Beliebtheit gewinnt und dass sich da mehr Leute Gedanken machen und dass sie vielleicht auch ihren großen Tag das dann vielleicht mit einfließen lassen möchten und möchte deswegen auch dieses Thema halt aktiv über Save the Day anbieten, dass wir dann eine Hochzeit mal so ein bisschen auf Nachhaltigkeit durchleuchten und da auch ein paar Tipps und Tricks geben und Alternativen, was man da so machen könnte. Ja, finde ich super, weil wie oft sieht man Pappbecher, Pappgeschirr, weiß der Kuckucks was, Ja. gerade bei Sektempfangen, Fängen, Empfangsens, irgendwie so. Sektempfängern, glaube ich. Ja. Ich habe meinen Freund hören, der könnte das jetzt exakt sagen. Genau, und mir tut da das Herz bluten, ne? Wie viel Müll da produziert wird. Und um ehrlich zu sein, in ganz, ganz vielen Fällen gibt es Tricks, um Müll zu Ja, vermeiden. es gibt teilweise schon einfach nur kleine Stellschrauben, die man dreht, um eine nachhaltigere Alternative zu finden, was gar nicht viel Arbeit mit sich bringt oder viel Kosten. Und man denkt aber in erster Linie halt nicht dran. Man hat es vielleicht immer schon so gemacht oder ach, das war jetzt gerade da oder war schnell gekauft. Aber es gibt so viele Alternativen, die wir dann natürlich auch zeigen möchten. Genau. Wir haben uns, also nicht, dass ihr euch wundert, wenn ich hier irgendwie so mal weggucke. Ja, ich muss auch zwischendurch gucken. Wir haben uns natürlich vorab schon Gedanken gemacht, beziehungsweise unsere Erfahrungen ein bisschen notiert. Also wenn wir da ein bisschen spickeln, nicht wundern. Ich hoffe, das ist erlaubt, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, es wäre am einfachsten, wir fangen mal so an, sonst wird so, hallo Nicole. Hallo Nicole. Dass wir nacheinander mal ein bisschen durchgehen, was wir uns aufgeschrieben haben. Ich habe auch noch zwei, drei Sachen, die mir im Kopf rumschwirren, die ich loswerden will. Genau. Übrigens, Nicole, es geht um nachhaltige Hochzeiten feiern. Lotus Collection, das ist doch Athenes Mama. Hallo. Mein Mann sieht auch zu, sehe ich gerade. Obi-Wan Das war. Kenobi. Wie geil. Hallo.
Hallo Mann. Ja. Hallo Birgit, schön, dass ihr da seid. Hallo Elisa. Wir sprechen heute, die Sandra und ich, über nachhaltige Hochzeiten. Also, jetzt ganz kurz nochmal, bevor wir richtig starten, der Aufruf. Bitte, bitte, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Erfahrungswerte habt, dann schreibt uns doch unten nochmal in die Kommentare was rein. Da sind wir dankbar drüber. Wir haben natürlich viel zu erzählen, aber ich finde es immer ganz cool, wenn man so ein bisschen auch im Austausch steht, weil auch wir sind nicht allwissend und wir können dazulernen und ich liebe das auch, mich auszutauschen und neue Ideen zu kriegen. So, erstes Thema zu nachhaltige Hochzeiten war bei uns auf der Liste die Location-Wahl. Ich glaube, Genau. das ist vielleicht ein Thema, das jetzt nicht so, ne, unbedingt direkt im Kopf drin ist, aber wenn man jetzt hört, War sehr Location-Wahl, wichtig, ja. super wichtig. Und dann, wenn man es so hört, ah ja klar, Ja, Location-Wahl. genau, ja. Je weiter die Anfahrt ist, desto schwieriger. Klar, wenn man jetzt irgendwie eine Hochzeit im Ausland plant, dann kommen natürlich irgendwie Auto, Flieger und Zeug on top. Aber auch Hochzeiten hier in der Gegend, also wo auch immer ihr herkommt, da sollte man auf ein paar Dinge achten. Und zwar, wie sieht die Location aus und was bietet die Location nämlich an? Denn wenn ihr auf einer Wiese heiratet, ist ja mega cool und da kann man toll eine freie Trauung machen, schön feiern, vielleicht ein schönes Zelt aufbauen und so weiter. Aber da gibt es dann keine irgendwie Installation. Ja, also Keine in Deutschland Infrastruktur, ne? richtig keine Alles Küche, muss angekarrt werden. hergekarrt Alles. werden und deswegen vielleicht eine Location suchen, die alles kann. Also ich habe ein paar Locations kennenlernen dürfen, die mega sind. Die haben einen Bereich beziehungsweise ein paar Zimmer, die sie dann ans Brautpaar mit direkt, die sind dann damit drinne für Getting Ready und so weiter und auch nachts dann freie Trauung auf der Wiese draußen, Feier drinnen oder in der Scheune und. Das erleichtert einiges. So, was habe ich zur Location-Wahl vergessen? Ja, das Wichtigste hast du ja eigentlich gesagt, dass es wirklich natürlich regional gut liegen muss. Man schaut vielleicht am besten, wo kommen die meisten Gäste her. Also klar hat man vielleicht immer mal wieder Gäste, die von weiter her anreisen möchten oder müssen. Aber man schaut halt natürlich, wo kommt der Großteil meiner Gäste her, wo komme ich her. Vielleicht passt das auch gar nicht immer zusammen. Es kann natürlich auch sein, dass man vielleicht gar nicht an seinem Heimatort heiratet, sondern vielleicht ein, zwei Städte weiter, weil da die meisten Gäste herkommen. Und der höchste Punkt ist halt eigentlich immer CO2-Emissionen einzusparen. Und das bedingt halt dadurch, dass halt der Anfahrtsweg kürzer ist. Also man sollte halt immer schauen, dass man möglichst kurze Anfahrtswege hat. Vielleicht können die Gäste sogar zu Fuß kommen oder mit dem Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder halt wirklich nur kurz mit dem Auto fahren und nicht. Ne? Und dann wirklich, wie du sagst, schon alles an einem Ort. Ne? Dass die Braut dort fertig gemacht wird, dass die freie Trauung dann dort stattfindet und die anschließende Feier auch. Sondern nicht, dass, wenn die freie Trauung zu Ende ist, alle wieder in ihre Autos, dann möglichst noch ein Autokorso fahren zur Feierlocation, ne? Sondern wirklich alles möglichst versuchen, an einem Ort zu machen. Gucken, wie du schon sagst, ob dort auch Übernachtungsmöglichkeiten sind, falls Gäste übernachten möchten oder vielleicht möglichst nah dran. Das wäre natürlich der Idealfall, wenn man natürlich noch eine Location hat, wo man auch übernachten kann. Aber dass man wirklich alles zentral an einem Ort hat, das sind übrigens nicht immer, man hat bei nachhaltigen oder Green Weddings immer im Kopf halt das Grüne. Man denkt immer, das ist im Grün, aber auch gerade im urbanen Raum kannst du eigentlich sogar sehr gut nachhaltig feiern, weil da natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel sehr, sehr gut ausgebaut sind. Ne? Guter Das Punkt, liegt alles sehr zentral. Das heißt nicht immer, dass wenn ich jetzt eine nachhaltige Hochzeit feiern möchte, irgendwo im Wald oder auf einer Wiese, wie du schon sagst, das ist manchmal weniger nachhaltig, als wenn ich es in einer großen Stadt mache, wo alle gut und schnell hinkommen, ohne wirklich alle einzeln mit dem Auto kommen zu müssen. Das wäre zum Beispiel ein Punkt. zusammenfahren vielleicht oder was Genau. halt eine super romantische Idee ist, Kutschentransfer. Kurz, ja. Ja, wenn es geht, wenn es nicht zu weit weg ist, dann Ja. wäre das natürlich auch möglich, ne? Ist natürlich ein Kostenpunkt, aber ich glaube, das wäre schon ein richtig geiles Highlight, muss man Schön dazu wäre sagen. das schon, ne? Na, ich fände das geil. Wenn wir schon, also ich bin
deine Punkte mega gut, richtig guter Punkt auch in der Stadt, ja. Also da macht man, also ich habe mir da jetzt tatsächlich, das war für mich jetzt irgendwie so, und, ja klar, habe ich mir aber gar keine Gedanken drüber gemacht. Also echt super Punkt. Aber wenn man mal schon bei dem gestrigen Fahrtweg sind, jetzt mal ganz ehrlich, das ist jetzt ein radikaler Vorschlag und möchte ich jetzt auch wirklich so darstellen, ich will nicht sagen, ihr sollt alle Gäste ausladen und allein feiern. Aber überlegt euch wirklich gut, wenn ihr einladet. Das ist auch ein Kostenpunkt, wo man also sagen kann, gut, die kommen eh weit her und Tante Elsa, die mag ich eigentlich eh nicht. Oder ich habe einfach keinen Kontakt. Und dafür investiert man lieber in gutes Essen oder so. Also das wäre auch eine Idee. Man ist natürlich enorm abhängig vom Typ Menschen. Ja, es gibt Paare, die sagen, nee, geht gar nicht, ich bin quasi von Familienzwängen irgendwie gebunden, dass ich die alle einlade, verstehe ich, ja. Also wie gesagt, das ist ein sehr radikaler Punkt, den möchte ich jetzt auch nicht so einfach raushauen wie, also das ist die Lösung, ladet keinen ein. Ja, aber das sage ich den Paaren auch immer, und das ist auch ein wichtiger Punkt. Egal, ob wir jetzt von Nachhaltigkeit sprechen oder nicht, man soll sich wirklich gut überlegen, wen man einlädt und nicht aus Zwang oder ja, gut, wenn ich jetzt den einlade, muss ich aber auch Tante B einladen und wenn ich sie einlade, auch die. Also es ist euer Tag, ihr sollt wirklich nur die Herzensmenschen dabei haben und nicht irgendwelche Leute mit einem unguten Gefühl einladen, nur weil es vielleicht sein muss. Ja, also es ist wirklich immer wirklich wichtig, nur die Menschen einzuladen, die man auch wirklich da haben möchte. Und es ist natürlich auch nachhaltiger, umso weniger Menschen da sind, klar, umso weniger Emissionen werden freigesetzt und so weiter. Das ist ja ein Rattenschwanz, der das mit Ja. sich zieht. Ja, Genau. also deswegen nicht böse gemeint, dieser Punkt. Nein, nein, nein. Menschen essen auch. Menschen essen auch, ja. Und Genau. dann beim nächsten Thema Essen. Was kann man denn tun, um quasi auch das Catering beziehungsweise das ganze Thema Verpflegung nachhaltig zu gestalten? Also wichtig ist natürlich erst einmal, woran viele auch nicht denken, ist die Menge. Also es wird leider immer Unmengen an Essen weggeschmissen. Sieht natürlich immer schön aus, wenn am Buffet nachgelegt wird, wenn alles voll ist. Es sieht natürlich schöner aus, als wenn es sich so langsam leert. Aber es ist halt wichtig, wirklich vorher abzuschätzen, auch mit der Location abzusprechen, wie viel Essen pro Person ungefähr bereitet ihr denn vor? Weil wenn am Ende viel weggeschmissen wird, das ist wirklich todtraurig und auch eine Mega-Verschwendung. Man kann natürlich auch immer noch ein bisschen Tupperboxen und sowas weiter mitnehmen, mit nach Hause nehmen, am nächsten Tag vielleicht nochmal einen schönen Brunch mit der Familie machen, das wäre eine Möglichkeit. Also die Menge natürlich beachten, aber eben natürlich auch, was angeboten wird. Da ist natürlich in allererster Stelle sollte es regional sein und saisonal. Optimal wäre natürlich vegetarische oder sogar vegane Alternativen, weil eben halt die Produktion von tierischen Lebensmitteln natürlich einer der größten Klimakiller überhaupt ist. Und da sollte man zumindest schauen, dass man da Alternativen anbietet. Wenn man es jetzt nicht ganz vegan oder vegetarisch machen möchte, dann hat man vielleicht ein, zwei Hauptgerichte, wo dann Fleisch mit bei ist, aber auch ausgesuchtes Fleisch, gutes Fleisch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sich da mit der Location oder dem Caterer abspricht, wo bekommt ihr eure Produkte her, wie wird das hergestellt oder gehalten auch. Und dass man da wirklich ein Augenmerk drauf hat und da vielleicht eine Mark mehr investiert, wie du vorhin schon gesagt hast, vielleicht an anderer Stelle mal sparen oder ein paar weniger Leute einladen, aber dann wirklich ein schönes, gutes Essen da zu haben, an dem man eben ja auch noch mal gut an Emissionen einsparen kann. Das wäre Weniger hilfreich. ist meistens mehr. Ich habe Hochzeiten gesehen, da waren wirklich, wie du sagst, Riesenbuffet, das sich riesig gestapelt hat und das Essen war denen auch nicht wichtig. Ja, da ging es eher um Tanzen und so weiter. Und das Essen war jetzt also geschmacklich auch nicht so das Ja. Gängige ein. Und da denke ich mir Dann lieber ein eher bisschen so, weniger gutes Essen. ja, lieber Klasse statt Masse, ne? Wie man so sagt. Und da wurde 100% viel weggetan hinterher. Mir fällt da gerade auch ein, Hochzeitstorte. Natürlich, also alles, was wir jetzt schon besprochen haben und so weiter, aber aus Erfahrung kann ich sagen, Hochzeitstorten nachts ist eigentlich Ja, Schande für die geht Soße. gar nicht. Das machen ja viele leider noch um Mitternacht. Das ist ganz schlimm. Da wird kaum Geht was gar von nicht. gegessen und lieber zum Dessert oder wenn man mittags Kaffee Kuchen macht,
Ne? Das, wenn man, manche wollen das nicht. Manche möchten gar keinen Kaffeekuchen machen. Dann kannst du die Hochzeitstorte dann zum Dessert reichen. Lässt ein bisschen was von dem geplanten Dessert weg oder machst, ne? Aber Mitternacht-Hochzeitstorte ist nicht so dolle. Aus Da gibt es meiner natürlich auch die vegane Alternative. Gibt auch mittlerweile ganz viele tolle vegane Torten. Ja, also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, mitternachts, da geht nicht wirklich was. Wenn man die dann auch noch mitternachts anschneidet, bei den Deutschen, jetzt mal sind wir mal ehrlich, ja, die allermeisten sind dann, die sind sowieso tanzträge. Kommt auch Ja. auf Alter und so an. Aber wenn du dann nach dem Eröffnungstanz irgendwie eine Stunde später nochmal einen Cut machst, ja, dann viel Spaß, das Ja, es ist halt Remote immer eine hinzubekommen. Partyunterbrechung, ne? Das ist Okay. schade. Bei internationalen Hochzeiten, eher so südländischen, ist das wurscht. Aber bei den Deutschen klappt das halt leider nicht immer. Plus, da ist Alkohol im Spiel. Wer hat denn dann noch Bock auf Torte? Da braucht man irgendwas Salziges, um irgendwie das Ja, genau. Alkohol zu kontrollieren. Beziehungsweise man hat einfach Bock auf Salziges, aber nicht auf Süß. Zumindest, also mir geht's so und auch sonst, man sieht das ja, ne? Die Torte geht da nicht weg. Da hat dann so, oh, war schon wieder Essen und noch vom Nachtisch und vom Haupt, also vom Essen so einen Bauch. Keiner Bock. Nachtisch ja, kann man machen. Meiner Meinung nach aber auch nur, wenn man Nachtisch radikal reduziert. Ja, auf jeden Fall. So eine Aus Torte ist ja mächtig, ne? fotografischer ja, aus fotografischer Sicht muss ich sagen, es gibt nichts Besseres als mittags. Klar, du kannst ja dann noch so Fontänen und Feuerwerk da reinstecken, ist auch nicht nachhaltig. Nein. Und fotografisch gesehen ist es schwierig zu fotografieren, es ist dunkel, man sieht, also ich fotografiere das schön, ja, aber so die Torte in ihrer Pracht, die sieht man nur bei Tageslicht gut, also Ja, richtig ja. schön auch, ja. Und dann zahlt er, was kostet eine Torte, habe ich jetzt auch nicht im Kopf, bin jetzt kein so ein Experte für Hochzeitstorten, aber so 200-300 €, je Ja, nachdem, wie mindestens. die Ja, da genau. Das rauskommen. fängt bei dem Preis an, ja. Mindestens. Und dann ist es ja auch mega schade. Plus, aus Erfahrung ist es so, jetzt lasst mal die Trauung, sagen wir mal, die haben Standesamt oder Kirche, ganz oft, ganz, ganz oft, 13, 14 Uhr, 15 Uhr. Die Eltern haben 100% nicht Mittag gegessen, die waren so nervös, die haben nicht Mittag gegessen. Und selbst wenn, dann haben sie wieder ein Hungerloch um die Uhrzeit, wenn die Trauung fertig ist, Sektempfang. Und wenn man also Sektempfang macht, ja, also da muss man Häppchen reichen, weil sonst sind die sofort, also das ist Ja. einfach cool. Also man, ich Ja. sage das einfach so, wie es ist. Diesen Hacke, wenn man da nicht wenigstens irgendwelche Knabbereien noch mit anbietet. Und deswegen bietet sich super an, nicht nur fotografisch, sondern einfach generell die Torte nachmittags anzuschneiden. Man hat einen Punkt, den man nutzen kann, also Torte anschneiden, ein Stückchen essen und das Brautpaar haut ab für irgendwie ein Stündchen Bilder, Dreiviertelstunde, Okay, Stunde. Der Rest kann essen und nochmal irgendwie schön sich einstimmen und dann sind die schon wieder da. Also das ist echt super. Deswegen, ich plädiere für nachmittags. Ich ja. persönlich. Und ich habe das jetzt fast immer gesehen, dass die Torte, wenn nicht noch zusätzlich 50 Kuchen noch da standen, die Torte weg war. Nachts wird die immer eingetuppert. Immer, immer, immer. Ja, die Und ist trotzdem meist so mächtig. kommt auf die Flamme an, lass den Fondant weg, mach eher was Fruchtiges, dann ist das Genau. super. Und ich hatte jetzt wieder ein Gespräch mit einem Brautpaar von mir, die jetzt in der Tortenplanung sind. Und die haben sich überlegt, keine klassische Hochzeitstorte zu machen, sondern eine Etagere mit 4 Stöcken, die natürlich relativ im Verhältnis klein sind im Vergleich zu einer realen Torte, weil natürlich ist es vom Umfang her kleiner und von der Höhe kleiner. Also ist es in der Masse Stücke wie eine dreistöckige Torte. Und auf jeder Schicht ein anderer Geschmack und eine andere Sorte. Das heißt, man kann einen veganen Teil machen oder glutenfrei. Man kann und, und. Man braucht nicht 1000 andere Kuchen haben, weil Geschmäcker kann man damit super abdecken und Allergien genauso. Und deswegen finde ich das echt die beste Variante. Also ich werbe da voll für, weil ich da mega Fan bin. Oh, Lisa, schön, dass du da bist. In den Housing-Studios auch da. Es geht um nachhaltige Hochzeiten heute und wir tauschen uns da so ein bisschen aus, geben ein bisschen Tipps über unsere Erfahrungen, wie man eine Hochzeit ein bisschen nachhaltiger gestalten kann, mit ganz, ganz wenig Aufwand, indem man schlicht ein paar Tipps und ein paar Sachen im Hinterkopf behält, wie man einfach Dinge
ja, mit in der Planung beachten könnte. Falls ihr Ideen, Inspirationen oder Kommentare habt, wir freuen uns. Und ich freue mich auf dich, Lisa, am Sonntag. Ja, ihr habt bald euer Shooting, ne? Ich bin gespannt. Ich erst. Ich hatte es so geil schon gemacht. Und jetzt kann ich Glaube singen. ich. Ganz willig. So, weiter geht's zum Text. Hattest du noch irgendwas zu essen? Also das ist das, was mir jetzt so eingefallen ist. Nee, das war, haben wir, glaube ich, im Großen und Ganzen alles angesprochen. Ich glaube, das ist sogar ein wichtiger Punkt. Ja, total wichtiger. Anreise hatten wir schon. Ich würde jetzt mal auf Deko und Floristik gehen oder Papeterie, was magst du? Ich würde zur Papeterie gehen. Gut, wir gehen Papeterie. Also, da haben Sandra und ich ja echt lange gequatscht. Papeterie. Wir lieben Papeterie. Papeterie ist toll. Und Ja, auf jeden Fall. die Variante, wir verschicken eine E-Mail oder was ja auch super modern und echt mega praktisch ist, wir machen eine Webseite und da kann man direkt dann schon ausfüllen, ich komme nicht und so weiter und vielleicht auch so direkt schon in Google oder in Kalender eintragen und so digital. Praktisch. Aber so eine schöne Karte. Ja, es ist Ja. wirklich schade dann. Also ich finde, man kann es vielleicht mit der Save-the-Day-Karte so machen. Es gibt zum Beispiel Seiten wie Greenvelope, da kannst du es auch wirklich sehr schön gestalten und kannst dann die Save-the-Day-Karte zumindest verschicken. Aber so eine Einladung ist ja schon was Schönes, ne? Wenn man das wirklich bekommt, entweder persönlich überreicht bekommt oder per Post, wenn man was in den Händen hat, eine schöne Erinnerung hat. Also wenn man das komplett weglassen würde, wäre schon sehr schade. Also, und da gibt es ja auch tolle Alternativen. Wer ist da? Wer ist da? Ah, da kommen deine ganzen Einnahmen, siehst du? Ja, Ja, ich finde es so schön. man kann so schöne Sachen machen. Und dann muss man eben halt darauf achten, welches Papier nehme ich. Ne? Es gibt recyceltes Papier, es gibt Naturpapier, es gibt Papier aus Gras, es gibt Papier, wo kleine Blumensamen drin eingearbeitet sind. Die kannst du dann, wenn du die Einladung da nicht mehr aufbewahren möchtest, kannst du die in deinen Garten pflanzen, dann wachsen kleine Blümchen draußen. Das ist natürlich auch sehr schön, ne? Also da finde ich, da kann man schon so einen Kompromiss eingehen, wenn man dann vielleicht nur die Save-the-Day-Karte digital macht und dann trotzdem noch eine schöne Einladungskarte hat und da ein bisschen aufs Material achtet. Da kann man auch schon viel machen. Und Dankeskarte auch. Also ich finde, Ja. Dankeskarte, das kann man, also per E-Mail. Hey, danke, dass er da Danke. war. Tschüss. Was ist das denn? Ja, das stimmt. Ja, also finde ich persönlich auch wichtig. Ja. Also da haben wir lange, ne, haben wir noch irgendwie sowas? Nee. Also du hattest, glaube ich, noch erwähnt, dass, also ich schicke ja meine Fotos per Galerie raus. Und ganz, ganz oft werden Prints mit verschickt bei den Dankeskarten, dass dann jeder irgendwie noch ein Bild von sich hat und so. Das ist natürlich mega süß und mega schön. Die Gäste freuen sich wie Bolle. Ich habe erst da eins bekommen und ich habe mich so gefreut. Aber nicht immer trifft man den Geschmack von den Einzelnen. Manchmal gibt es natürlich auch nicht so viel Auswahl, da kann man auch nicht so viel drucken, ne? Weil 300 Gästen, na, hoffen wir mal, dass alle drauf sind. Das kann kein Fotograf garantieren. Aber warum nicht einfach den Galerielink mit reinschicken und Ja. sagen, such dir ein Bild und Genau. für das sie will haben. Und genau, nichts drucken. Hallo Sebastiano, schön, dass du da bist. Es geht heute mit der lieben Sandra um nachhaltige Hochzeiten, ein ganz wichtiges Thema. Und wenn du auch Fragen haben solltest oder Ideen, Inspiration, Erfahrungswerte, kannst du gerne umschreiben. Ja, ich habe übrigens jetzt neu, ganz, ganz neu, gehört nur so mittel zur Batterie, Alben, Fotoalben. Ich Ja. liebe Alben und das tut mir auch wirklich leid, dass ich sie liebe, aber ich finde digitalen Festplatte vergammeln so ein Ja, ist auch bisschen. so. Ja, Noch klar. andere Urlaubsbilder, wenn dann schön im Album und Ja. Hochzeitsbilder. Deswegen. Jetzt ganz neu mit dem Anbieter, mit dem ich arbeite, haben eine Eco-Line rausgebracht und das ist nachhaltig produziert, mit ökologischer Farbe gedruckt und ökologisches Papier.
Ich muss dazu sagen, ich muss erst noch einen Sample-Druck machen. Also, das ist jetzt, wie gesagt, neu. Ich muss auch noch irgendwas layouten und dann irgendwie mal zum Test schicken und gucken, wie es ist. Aber ich finde das eine super Alternative, eben auch da zu gucken, dass man das irgendwie zumindest ökologisch irgendwie druckt. Biete ich dann an, wenn es gut geworden ist. Ja, schön. Papeterie, war das ist schon? Ich finde übrigens, Kombination, das können wir gleich mit aufnehmen. Mit Deko wahrscheinlich. Ne? Willst du gerade mit Deko kombinieren? Ja. Ich glaube ja. Namenskarten oder so. Hast dich erwähnt. Ich wollte sagen, also so Menü und so weiter muss man ja eigentlich. Also ich habe jetzt nichts im Kopf, wie man Menü, also Karten irgendwie nicht gedruckt. Ja, da würde ich einfach auch wieder aufs Papier achten. Genau. Switchen wir zur Deko. Ja. Die schon sehe. Namenskärtchen kann man verzichten. Aber man könnte, also ich mache sehr, sehr viel Upcycling, selber auch. Und man kann Deko selber machen, indem man zum Beispiel coole, warte mal, ich muss das mal, das hier. Dieser tolle Kaktus war meiner, da war meine Sukkulente drin und der ist irgendwie mega gewachsen, jetzt hält er irgendwie nicht mehr. Aber was ich sagen wollte, da war eine Sukkulente drin, das ist ein ganz normales Einmachglas, das eine ganz, ganz bezaubernde Haut von mir besprüht hat. Und so sah die komplette Hochzeitsdeko aus mit größeren oder kleineren solcher Töpfe und Sukkulenten. Da dazwischen gab es Kräuter- und Lavendeltöpfe. Und man kann natürlich, wenn man so ganz kleine Töpfchen nimmt, mit Acrylfarbe die Namen draufschreiben. Das heißt, man hat drei Fliegen mit einer Klappe. Man hat Platzkarten gespart, man hat ein Gastgeschenk und Namenskärtchen selber gemacht. Genau. Und da gibt es so, so viele Sachen, die man upcyclen kann. Oder wenn man eh welche zu Hause hat, aus alten, sag's mir doch, Papiereinkaufstüten, kann man auch super gut Upcycling machen. Da kann man zum Beispiel Taschentuchboxen basteln. Da gehen ganz, ganz viele, kann man da rausschneiden von. Warte mal, ich muss mal drehen. Dreh mal. Das da, sieht man das jetzt? Huch. Ja, den hast du, ne? Ach ja, das hast du mir von erzählt, glaube ich. Die habt ihr selber gemacht, ne? Ja, die habe ich gebaut. Also ist gebaut, ja, doch, ja. Das kann man als Candy Bar verwenden. Also da hängen normal, also ich mache momentan wegen Corona und so Sport zu Hause, deswegen hängt die Lampe nicht so, wie sie soll. Eigentlich hängen die Lampenschirme runter und an jeder Lampe hängt noch ein Makramee. Und anstelle von einem Makramee kann man Makramee mit Schieferplatte reinhängen und man kann eine Candy Bar draus machen. Ja, schön. Ja. Genau. Ja, man muss nur ein bisschen kreativ werden, ne? Ja, da gibt es sowieso online so, so viel. Ja, ganz viel. Also unbedingt mal Pinterest, das ist der Tod, aber da findet man unheimlich viel, was man denn alles mit Upcycling machen kann, was hinterher auch einfach geil ausschaut. Wie gesagt, die Do-it-yourself-Hochzeit, die war einfach so. Wow. Ja. Und Kräuter, das kann jeder nochmal irgendwie verwerten. Ja, also das kann man nicht anders sagen. Und man hat Gastgeschenke dafür. Das war jetzt mein Thema zu Platzkarten. Was hatten wir noch zu Deko geschrieben? Oh, da kommst du noch ganz groß, meine Liebe. Der Verleih. Natürlich. Also wenn man jetzt vielleicht kein kreatives Händchen hat, oder auch keine Zeit dafür hat, dann ist es immer noch natürlich besser, wenn man sich Dekoration leiht. Da gibt es ganz viele Anbieter, zum Beispiel auch uns, wo man dann sich eben die Dekoration leihen kann und im Endeffekt dann auch wieder zurückbringen kann. Das ist natürlich ressourcenschonender, weil nichts Neues produziert werden muss. Ist für einen selber natürlich auch, weil viele Bräute stehen am Ende dann da, ja, wohin jetzt mit dem ganzen Zeug? Versuchen es vielleicht zu verkaufen, das ist dann auch immer eher so mäßig erfolgreich. Ja, und dann steht's im Keller rum. Und so kannst du wirklich Dekoration, so wie du dir das vorstellst, kannst du dir leihen und dann, ja,
Das ist natürlich auch eine tolle Lösung, wenn man jetzt vielleicht nicht so die Zeit und Muße oder vielleicht auch nicht das Geschick dafür hat, vieles selber zu machen. Und ich meine, je nachdem, was man halt gerne haben will als Deko, wenn man das alles kaufen würde, das wird Ja, auch das ist ziemlich. unfassbar teuer dann. Ja. Für den einen Tag, sage ich mal, und dann hast du es wirklich zu Hause rumstehen. Was willst du mit, sage ich mal, 12 Kerzenleuchtern? Ne? Also, du kannst dir einen vielleicht behalten als Andenken, aber dann hast du da 12 Kerzenleuchter stehen und ja, das is it dann. Ne? Deswegen ist so ein Ausleihen ist schon eine gute Sache. Das geht sowohl mit Dekoration als auch, was jetzt natürlich oft gemacht wird, Tische zu leihen, Stühle zu leihen für die Trauung zum Beispiel. Oder eben auch Mobiliar, das bieten wir zum Beispiel auch an, Bierzeltgarnituren für den Polterabend zum Beispiel oder und so weiter. Kann man sich halt alles super leihen, ne? Oder Traubogen für die freie Trauung. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man sagt, man möchte was noch anschaffen, weil man es nicht gefunden hat, guckt doch einfach in die Facebook-Gruppen, Heiraten 2021, Genau, richtig. Verkaufsgruppen. Da gibt es so, so Da gibt viele, es echt viel, ja. die Deko wieder verkaufen, also Secondhand. Das ist ja nicht schlecht, nur weil es da einmal irgendwo stand. Nein, überhaupt nicht. Und auf jeden Fall ressourcenschonender auch. Floristik, können wir da mit abhaken? Ja, Floristik würde ich auf jeden Fall noch sagen, eben, dass man da auch darauf achtet, dass dann regionale Blumen auch und saisonale Blumen. Ne? Also Blumen haben ja auch blühen zu verschiedenen Jahreszeiten, zu verschiedenen Monaten. Und da sollte man dann schon vielleicht ein bisschen schauen, wenn man auf Nachhaltigkeit bedacht ist, ja, was blüht denn momentan? Was ist in meiner Region zu finden? Was ist saisonal? Und muss man sich jetzt auch nicht groß mit auskennen. Ich müsste auch die Floristin fragen, aber die sind ja der perfekte Ansprechpartner, die wissen das und können dann genau sagen, ja, jetzt haben wir gerade hier das, das ist auch dann günstiger. Auch nochmal, ne? Wenn man jetzt natürlich was ganz Abgefahrenes haben möchte, was vielleicht gar nicht hier blüht oder was auch gerade zur Zeit nicht blüht und das muss dann noch irgendwo hergekarrt werden oder importiert werden, ist natürlich auch nochmal teurer und dann eben auch wieder verursacht viel zu viel Emissionen. Ja, und da noch Zwischenwerbung. Ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt Hochzeits-1x1. Und da habe ich eine ganz, ganz tolle Floristin übrigens interviewt, gerade zum Thema, was blüht zu welcher Jahreszeit. Da unbedingt mal reinschauen. Da gibt es dann auch die Liste dazu, was blüht. Das ist so eine nicht vollständige Liste, sagen wir es so. Und die ist wirklich super. Also da, wer sich dafür interessiert, Hochzeit-1x1 auf YouTube einfach mal gucken. Da kommt auch dieses Video nachher. Ist es in Ordnung drauf? genau. Da mal stöbern, da habe ich schon so, so viele Interviews geführt. Mach das mal. Übrigens, wir versuchen den Livestream nachher via Screen Record aufzunehmen, weil den kann man mit zwei Personen nicht speichern. Das heißt, wer jetzt irgendwie abhauen muss und doch nochmal an den Pool geht, dem sei es verziehen. Aber hinterher ist er dann online. Ja, Hatte ich vergessen zu sagen. genau. So, mal wieder spickeln. Ich glaube, wir haben Deko und Floristik. Kleidung haben wir ausgelassen. Oh ja, oh, wir sind Kleidung. Hatte ich noch Genau. sowas? Schieß los, Kleidung. Natürlich großes Thema, das Brautkleid. Da sind wir dann auch wieder beim Thema. Entweder Secondhand. Es gibt wirklich, es hat leider so ein verstaubtes, altes, nicht so positives Image, sich Secondhand-Kleidung zu kaufen. Sehr, sehr schade. Auch gerade bezüglich, was Brautkleider betrifft. Aber es gibt ganz viele tolle Secondhand-Ateliers, die Kleider wurden nur einmal getragen. Ne? Also, das ist halt auch dann wieder so schade. Wenn man sich so kauft, es hängt im Schrank, man zieht es halt leider meistens selber nicht nochmal an. Und auch ein Kostenfaktor, es ist natürlich auch günstiger. Und es muss nicht nochmal produziert werden, dann sind wir wieder bei der Nachhaltigkeit. Man kann sich Brautkleider auch leihen. Das geht natürlich auch, dass du es wirklich nur ausleihst, danach zurückgibst. Das ist natürlich nochmal ein bisschen nachhaltiger als Secondhand. Also es gibt ja verschiedene Abstufungen. Wenn man sich jetzt natürlich mit dem Gedanken so gar nicht anfreunden kann, ich würde es aber zumindest mal ausprobieren. Man kann ja erstmal gucken gehen. Und wenn man dann gar nichts findet, teilweise kommen die Leute sogar zu einem nach Hause, was ich echt schön finde. Da hat man so eine kleine Brautparty, ne? Lädt vielleicht noch ein paar Freundinnen ein und probiert dann bei sich zu Hause mit Säckchen ein paar Kleider an. Ist doch wunderbar.
Und wenn man da wirklich gar nichts findet, ja, dann sollte man dann, wenn man auf Nachhaltigkeit bedacht ist, vielleicht schauen, wo ich mir dann mein Brautkleid kaufe, ne? Also wo wurden die Kleider hergestellt? Was werden für Stoffe genutzt? Es gibt in NRW leider, mir ist leider nur eine bekannt, die wirklich komplett rein nachhaltige und fair produzierte Brautkleider herstellt. Das ist Elementar Brautmode. Die sind in Hannover, die macht das wirklich alles. Das wird alles in Deutschland produziert. Die hat geprüfte Stoffe da, alles vegane Stoffe, Baumwolle und so weiter, Bio-Baumwolle. Und wirklich schöne Kleider. Da müsste man ein bisschen schauen, wirklich, ja, welche Stoffe werden genutzt und vor allem, wo wird das Kleid hergestellt? Ist es in Deutschland hergestellt? Da gibt es natürlich auch noch einige, die zumindest Kleider anbieten, die hier hergestellt wurden. Genau. Irgendwas wollte ich noch sagen? Gerade lokale Brautateliers, also Designer und Maßschneider. Ja. Genau, sich selber das Hochzeitskleid schneidern lassen. Genau, das wäre, du kannst es danach, das Schöne ist auch, du kannst es danach ja auch wieder umschneidern lassen. Ja? Zu einem Kleid, was du vielleicht später zu anderen Anlässen nur tragen kannst. Ne? Schneiderst es, lässt es im Nachgang der Hochzeit nochmal umschneidern, vielleicht umfärben und dann hast du ein schönes Cocktailkleid, ne? Was du dann zumindest danach noch anziehen kannst, dass du es weiterverwerten kannst. Genau, genau. Ja. Ich habe noch zwei Ideen dazu, und zwar zum einen gerade Brautkleid. Es gibt, ich glaube auch in Düsseldorf-Umgebung irgendwo, ein Atelier, die haben sich darauf spezialisiert, Omas altes Brautkleid auf modern zu pimpen. Ja. Und quasi das trotzdem noch so zu erhalten, dass es als schönes Erinnerungsstück ja. Erkennbar ist und du das dann auf der Hochzeit tragen kannst. Also es gab ja auch damals schöne Brautkleider, Vintage-Kleider. Ja, natürlich. Und wie schön ist das, wenn du in Omas alten Brautkleid heiratest, ne? Das ist ja, hat ja nochmal einen sentimentalen Wert dann, ne? Wenn das denn noch da ist. Also ich finde das mega. Ja. Kommt natürlich aufs Kleid an, das geht nicht immer. Ja. Also meine Uroma hat in Schwarz geheiratet. Oha. Total verschleiert. Also nee. Das war mal eine Zeit lang modern, beziehungsweise die wurden, glaube ich, auch gezwungen, wer nicht mehr jungfräulich in die Ehe ging oder so. Kann das sein? Ja, früher war alles anders. Ja, ich glaube, irgendwie so, daher kommt das, oder wie auch immer. Meine Oma sagte, nee, nee, das war modern. Ich glaube, das ist, wenn du schon deine Beziehung vorher so hattest. Ah, okay. Glaube ich, wie auch immer. Oma sagt das nicht. Oma Aber das finde ich eine sehr, sehr coole Variante. Auf jeden Fall. So. Und da auch, da kann man auch die Eheringe nochmal nehmen von Oma oder so, je nachdem. Ja. Also, wenn es irgendwie was Besonderes ist oder so. Ich bin mir unsicher, ob man was neu schmieden sollte, weil irgendwie der Erinnerungswert dann vielleicht wieder weg ist. Das hätte ich echt beim Thema Ringe angesprochen. Also da sollte man entweder auf fair gehandeltes Gold oder recyceltes Gold achten. Oder ich finde eben die Idee schön, die du gerade ansprichst. Da muss man natürlich gucken, wie sehr hängt man an diesem Stück in seiner ursprünglichen Form. Altgold halt einschmelzen zu lassen, einem Erbstück. Oh, es muss ja noch nicht mal ein Erbstück sein, aber ne, vielleicht von seiner Oma oder Tante und von beiden Seiten vielleicht auch sogar. Und aus diesen beiden alten Ringen, sag ich mal, einschmelzen zu lassen und dadurch ein oder zwei neue zu machen. Ne? Das finde ich symbolisch auch schön, weil dann diese beiden Familien zusammenkommen und du verwendest es dann halt nochmal wieder. Ne? Ja. Da muss man halt schauen, ob man das übers Herz bringt. Aber ich finde es schön. Ich finde es eine schöne Idee. Ja, also ich habe Omas Ringe bekommen und die sind mir halt maßlos zu groß. Ne? Außerdem ihrer hat einen mega Macken drin, ne? Also wirklich ein halbes Loch. Mhm. Ich trage ihn jetzt um Hals, also heute nicht, aber sonst trage ich ihn als Kette um den Hals. Ich weiß nicht, ob ich es übers Herz bringe, aber vielleicht. Mal gucken. Wen haben wir jetzt da? Hallo, lieber Dennis. Ist das ein Dennis? Hallo, Dennis. Ja. Ich hoffe, es ist ein Dennis. Hallo, Dennis. Schön, dass du da bist. Da auf der Stück, Dennis. Dennis Heimark. Hallo. Wir sprechen heute über nachhaltige Hochzeit und wie man sein bisschen weniger umweltbelastend feiern kann. So, jetzt nochmal zurück zum allerletzten Thema, was ich zu Hochzeitsoutfits hatte. Und zwar gibt es nachhaltig produzierte Anzüge. Und zwar die Marke Wilforst hat eine Öko-Kollektion rausgebracht, die
ökologische Farben verwendet, nachhaltige Stoffe, fair produziert in Deutschland oder EU und so weiter. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kann man, wenn der irgendwann gar nichts mehr ist, dieser Anzug auf den Kompost geschmissen werden. Mhm. Theoretisch. Und das finde ich halt echt super. Ja, ich glaube, du redest von der Green Wedding Collection, heißt sie, glaube ich, ne? Von Wilfors war das, ne? Ja. Ja, genau. Also das finde ich halt schon mal mega, ne? Gerade die Männer, ihr könnt die Hochzeitsanzüge ja theoretisch auch ewig anziehen lassen. Sie haben es noch mal ein bisschen leichter, ja, das stimmt. Ja, nehmt nicht so ein ausgefallenes Muster, macht die Weste und so weg und ihr seht schon angezogen aus, ja? Ja, genau. Von daher ist es ja super, und wenn der dann auch noch nachhaltig ist und ihr den ewig tragen könnt und dann hinterher, dann, wie gesagt, ich weiß es nicht genau, ich habe das nur gehört, der ist kompostierbar, der ist halt mega, so kann ich nicht anders da sagen. Ja, hast du recht. Das war das, was ich noch, das mir noch eingefallen ist zu dem Thema. Ich habe ansonsten zum Thema Kleidung nichts mehr. Sehr schön. Wenn ihr noch Ideen habt, haut in die Tasten. So. Nicht, dass wir irgendwie was Wichtiges vergessen haben. Nee, ich glaube, ich gucke mal immer zwischendurch, aber alles still bis jetzt. Passt? Okay. Gastgeschenke hatten wir ja auch quasi abgehakt. Ja, genau. Upcycling oder so, oder ganz weglassen. Oder man kann ja nur sagen, irgendwie man macht anstelle Gastgeschenke eine Spende. Ein, bitte was? Ein Spende. Spiele. Spende. Ach, Spende. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, genau. Schön, ja. Solche Geschichten. Genauso wie mit Hochzeitsgeschenken. Ja, also das ist jetzt selten der Fall, dass hier Haushaltsgründung ansteht. Ja. Also es gibt ja noch diese Hochzeitstische Karstadt und Co. Das gibt es ja wohl noch. Aber also das ist ja wohl outdated. Und deswegen, ich bin eh ein Vertreter von Zeit statt Zeug. Und wenn man entweder eine Spende oder halt eben einen Obolus für die Flitterwochen gibt, finde ich das auf jeden Fall besser. Ja, auf jeden Fall. Gastgeschenke war das, Hochzeitsgeschenke war das. Flitterwochen waren wir ja gerade. Also, Flitterwochen. Genau. Gibt es eigentlich auch nicht so viel an Ideen, die wir haben, oder? Eben, ja. Das Offensichtliche halt, ne? Dass man vielleicht irgendwo hinfährt, wo man, ja, fährt, ist der Stichpunkt, dass man vielleicht nicht unbedingt mit dem Flugzeug fliegt, sondern sich, es gibt ganz, ganz tolle Ecken in Deutschland oder auch Europa, wo man dann eben zumindest mit dem Auto hinfährt oder auch mit der Bahn fährt, dass man zumindest versucht, einen Flug zu vermeiden. Das wäre schon zumindest im Sinne der Nachhaltigkeit, wenn man auch bei den Flitterwochen darauf konsequenterweise achten möchte, etwas, was man, wo man das dann auch mit einbringen könnte. Ja, sehe ich genauso. Übrigens, ich bin ja ein mega Bergfan und Sandra war seit letztem Jahr auch. Genau, vor einem Jahr war ich in Österreich. Oh. Ich habe Fernweh, ich habe Bergweh, Berg und Fernweh. Ja. Genau. Ja, es war echt schön, es war echt schön. Ja, die Bilder sahen geil aus, die du gezeigt hast. Ja. Auf jeden Fall, ich habe letztes Jahr ein After-Wedding-Shooting begleitet im Allgäu. Die haben dort ein Wellness-Hotel gebucht, das extra auch so Romantik, Flitterwochen und oder man kann da sogar heiraten, sich darauf spezialisiert haben. Mega geil, man kann wandern, man kann sich so gut gehen lassen. Man könnte paragliden gehen, wanderst du hoch und hüpfst du dann wieder runter oder so, weiß nicht. Also es gibt Seen noch und Löcher und man kann After-Wedding-Shooting machen, es ist erreichbar, auch mit selbst ÖPNV bis fast hin, also es gibt mega, mega Möglichkeiten. Ja, und wer naturverbunden ist und Berge mag, ist es super, kann man ja nur so sagen. Auf jeden Fall. Wollte ich sagen. Ansonsten, was hatten wir noch? Oh ja, wir hatten noch, ach übrigens, vorher bei der Deko vergessen, bei Geschirr und so weiter, Servietten sollte man natürlich als Stoffservietten. Genau, Stoffservietten. Das hatten wir noch nicht gesagt. Wir kommen zu ganz, ganz, ganz tollen Themen, wie Luftballons. Ja, das große Thema natürlich.
Na, was auf Hochzeiten, also eigentlich, also das wollten wir nicht als Opener, weil das ja so Das offensichtlich ist ist. offensichtlich, das wird ja. Genau, und es ist fast nicht wegzudenken, man kriegt es auch überhaupt nicht aus den Köpfen raus oder ganz oft auch nicht ausgeredet, weil irgendjemand, das ist gar nicht das Brautpaar, sondern irgendjemand kommt auf die glorreiche Idee. Seifenblasen, Luftballons steigen als Überraschung, irgendwas. Wie kann man sowas umgehen? Also man kann auf jeden Fall vorab den Trauzeugen sagen, wir wollen sowas nicht und die das auch kommunizieren lassen, sobald da jemand angedackelt kommt und sagt, ich hatte eine Idee, wollen wir nicht Luftballons? Nein, wollen wir nicht. Warum sind Luftballons scheiße? Luftballons sind Plastik. Luftballons steigen in die Luft und jetzt überleg mal, wie viele Hochzeiten pro Wochenende in Deutschland stattfinden. In Deutschland haben Wenn wir über 400.000 Hochzeiten im Jahr. im Jahr. Jetzt überleg mal, bricht das mal aufs Wochenende Vierhunderttausend. runter. Also 400.000 Hochzeiten, die steigen nicht alle Luftballons, aber sagen wir mal, das sind vielleicht 100 bis 200.000, die Luftballons steigen lassen. Multipliziert es mit im Schnitt 50 bis 70 Gäste, dann weißt du, wie viele Luftballons steigen und die landen irgendwo in irgendeinem Baum. Also die meisten, also sehr, sehr viele Paare, die ich kenne und auch mal nachgefragt habe, habt ihr was zurückgekriegt? Die kriegen halt 5, 6 Karten vielleicht. Ja, das ist irgendwo gelandet, aber bestimmt nicht da, wo es soll. Und auch nicht auf dem Müll dann, ne? Und das hat natürlich noch mehr Probleme. Die Vögel verheddern sich da drin oder anderes Getier, wenn es dann schon Fressen es gelandet auch, ist. verenden da dran, ne? Essen das, das ist nicht gesund. Und deswegen sind Luftballons nicht gut. Ausrufezeichen. Genau. So. Und Das war. leider, wie wir gestellt haben, auch diese neuen angebotenen Natur-Latex, ökologischen, nachhaltigen Schieß mich tot Luftballons, haben wir auch noch mal vorher im Vorhinein ein bisschen gelesen, die sind auch nicht unbedingt viel besser. Nee. Auch sehr lange, brauchen sehr lange zum Abbauen, liegen auch letztendlich in der Natur rum oder im Wasser. Die Tiere können sich auch darin verheddern oder die essen. Und ja gut, vielleicht so ein Plastikluftballon, der braucht vielleicht Jahrzehnte oder Jahrhunderte, bis er verrottet. Und so ein Natur-Latex-Luftballon Glaube, ein paar nur 10 Jahre. Jahre. Bitte? Ja, ah ja, 10. Ich hatte irgendwas Ja, so 10, 10 Jahre, ich 4 Jahre. weiß einfach, aber er braucht halt auch lange. Ne? Also das ist halt leider noch nicht ausgereift und keine gute Alternative, diese Dinge. Nee, also da sage ich auch den Paaren immer, ich bin dagegen. Und da muss man halt einfach auch mal seine Meinung sagen. Es ist ja auch nur ein kurzer Moment. Also man lässt sie steigen, dann gucken 2 Minuten die Leute in den Himmel und dann ist es vorbei. Ne? Also es kommt keiner im Nachhinein auf dich zu und sagt, oh, was war das für eine schöne Hochzeit? Weißt du noch, wie wir die Luftballons haben steigen lassen? Also es ist eigentlich so ein recht unwichtiger, der ist so ein recht unwichtiger Punkt, der aber leider im Nachhinein echt viel Schaden anrichtet. Und den kann man echt gut weglassen, beziehungsweise gibt es da viel schönere Alternativen für. Genau. Vielleicht noch ganz, ganz kurz, bevor wir zu den Alternativen kommen, weil ich die nämlich mega cool finde, die du da dann vorschlagen wirst. Ich habe mich in letzter Zeit sehr, sehr viel auch mit Bioplastik beschäftigt, weil ich versuche, auf Duschgel zu verzichten. Doch, ich dusche. Und auch mit Seife. Aber mit richtiger so Hartseife. So. Das Problem an dieser Seife ist, für die Haare, da komme ich noch nie so drauf klar. Und es gibt halt auch Anbieter und auch für zum Beispiel Cremes. Ich habe jetzt in Metalltiegelchen Cremes, die kann man wieder auffüllen. Und dann gab es jetzt Anbieter, die haben gesagt, ja, das ist in Bioplastiktuben und überhaupt. Und dann habe ich mich da informiert, weil ich, um ehrlich zu sein, ich komme ursprünglich aus dem Marketing. Ich weiß, dass man das ganz schön, ganz wunderhübsch Ja, irgendwie ja, ja. präsentieren kann. Und dann lässt man einfach nur die Hälfte Infos weg. Und dann klingt es wieder voll gut und man hat sein Gewissen beruhigt. Und das ist es. Ich bitte euch, wenn ihr euch für dieses Thema interessiert, dann hinterfragt die Sachen auch. Es ist so viel Werbung, die dahinter steckt. Und zwar dieses Bioplastik. Es gibt zwei Varianten, wenn ich das richtig verstanden habe. Also nehmt mich bitte nicht für bare Münze. Ich habe das recherchiert, ich habe das gelesen. Ich bin aber nicht ein offizieller Wissenspunkt, wie nennt man das? Wie auch immer, die offizielle Stelle für so. Also, das, also es
kann zwei Arten von Bioplastik geben und man darf sich dann so nennen. Man muss aber nur eins von beiden erfüllen. Und zwar, entweder ist es aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt worden oder es ist recycelbar, also quasi kompostierbar. Beides hat Probleme. Beides ist sehr ressourcenintensiv, weil wenn man jetzt irgendwie Zuckerrohr oder Mais, was weiß ich, anbaut, nimmt es erstens Platz für Lebensmittel weg. Zum anderen ist es sehr, sehr wasserintensiv und halt eben in der Produktion nicht wirklich nachhaltig. Und wenn dieses Zeug chemisch produziert wird, ist es auch ein Aufwand. Ja. Also das, und vor allem dieses Pflanzengedöns muss man ja auch erstmal in Plastikform kriegen. Ja, also das ist auch nicht ohne. Und wenn es biologisch abbaubar ist, dann stimmt das so theoretisch schon, aber unter Laborbedingungen. Das heißt, Laborkompost. Auf dem realen Kompost sind aber solche Bedingungen nicht. Das bedeutet, du wirst das weg und dann braucht es trotzdem 10 Jahre im Vergleich zu allem anderen. Das heißt, den Kompost kannst du gar nicht nehmen, weil zwischendrin diesen Bioplastik ja. Und zum anderen, wenn man es in den Plastikmüll, weil wo schmeißt es rein? Das ist ja schon die nächste Frage. In den Plastikmüll? Ja, stimmt, ne? Oder ja. Biomüll ist scheiße aus dem Grund, den ich gerade genannt habe, weil ja. Selbst hier die Kompostanlagen, das ist ganz normale Verkompostung und nicht irgendwie Laborverkompostierung. Ist das kompliziert. Und zum anderen, wenn man es in den Plastik schmeißt, dann ist es doch gar nicht besser wie anderes Plastik auch, weil diese Sortiermaschinen können Metall versus Plastik also rausfiltern, aber auf jeden Fall nicht. Bioplastik ist ja, normal. Genau, ja. Das dann stimmt. Haben wir gar nichts gewonnen. Nein. Das heißt, Bioplastik ist eine schöne Idee, die aber überhaupt nicht durchdacht ist und überhaupt noch nicht so funktioniert, wie sie soll. Ich würde mir wirklich hoffen, dass das eine Alternative sein könnte, ist es aber nicht. Deswegen appelliere ich da wirklich, und das ist für mich auch so ein bisschen Herzensthema, und ich bin da nicht frei von, ich bin so total straight und ich kaufe mir kein Plastik und ich habe kein Plastik und so, aber ich versuche schon darauf zu achten und mich nervt da so, dass man da an der Nase herumgeführt wird, damit so Werbung gemacht wird, wo am Ende eigentlich das nur Konsumenten verarscht ist. Punkt. Ausrufezeichen. Ja. Greenwashing. Stichwort Greenwashing, ne? Genau. Das ist genauso wie mit dem Ablasskauf, CO2-neutral und so weiter. Ja. Ja, das ist Gewissensberuhigung und bin da nicht. Und ganz oft auch wird überhaupt nicht hinterfragt, wie das produziert wurde, wer das produziert hat und wie es denen dann dabei geht. Ja, ja, also die, das stimmt. Die produzieren müssen, die Menschen haben da oftmals auch nicht so das Lachen dabei. So, ernstes Thema vorbei, aber du musst mal loswerden. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ach klar. Das war jetzt Real Talk, also ehrlicher Talk. Aber wir wollten etwas Geiles noch ansprechen, und zwar, was sind denn Alternativen zu diesen blöden Plastikluftballons? Genau. Also, wenn es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn es einem um jetzt um das Optische geht, dass was Schönes in den Himmel steigt und man vielleicht auch ein paar schöne Fotos hat und so weiter, dann gibt es zum Beispiel Schaumwolken. Die sind 100% biologisch abbaubar. Du kannst daraus alle Formen, die kommen dann mit einer kleinen Maschine und mit Hilfe von Helium geht dann Schaum sozusagen in den Himmel. Du kannst dir die Form aussuchen. Bei der Hochzeit wäre zum Beispiel Herzen, wären da sehr, sehr passend. Und alle 15 Sekunden wird so ein Schaumwölkchen in den Himmel geschossen. Die fliegen auch echt hoch, bis zu 15 Kilometer weit. Das ist und, ja ein Feuerwerk, oder? Halt nur tagsüber. Auch, ja, tagsüber, ja. Aber du kannst es aber auch so, wenn es zum Beispiel schneit oder nur sehr leicht regnet, funktioniert das auch. Und es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Du kannst sie auch noch einfärben lassen. Trotzdem alles biologisch abbaubar, das verpufft einfach so, auch ungiftig für Kinder und so weiter. Okay. Und am schönsten sieht es aber wohl aus, wenn du die weiß belässt, weil das glitzert dann auch so ein bisschen in der Sonne. Das sieht wirklich ganz toll aus und auf Fotos auch wirklich schön. Und ja, wie gesagt, ist komplett abbaubar. Es geht sogar drin, was ich witzig finde. Also du kannst es theoretisch sogar drin machen. Die können irgendwie einstellen auch, wie hoch das fliegt.
Und dann bleibt es halt an der Decke, also es tropft aber nicht. Also es tropft nicht auf die Gäste, es tropft nicht aufs Essen und so weiter. Fand ich auch sehr lustig. Das wusste ich am Anfang nicht, dass das auch in geschlossenen Räumen geht. Das wäre eine Alternative, wenn es einem um die Optik geht, was in den Himmel steigen zu lassen. Eine andere Alternative wäre gerade für die Wünsche. Das kann man dann bei der freien Trauung einbauen oder auch später auf der Feier nochmal so einen schönen Programmpunkt mit allen zusammen, dass man eine Feuerschale hat. Und die Gäste schreiben ihre Wünsche fürs Brautpaar auf den Zettel und schmeißen ihn dann ins Feuer. Da denken vielleicht dann viele erst mal, ne? Dann sind ja keiner weiß, was gewünscht wurde, oder die Gäste geben sich dann so viel Mühe. Also es wäre sehr von Vorteil, den Gästen vorher zu sagen, man muss noch nicht sagen, was man macht, aber denen zu sagen, bastelt jetzt bloß nichts Großes. Also, dass da irgendwie ein schönes, ausgearbeitetes Herz mit, weiß ich nicht, mit Glitzerstift hier und da, weil dann wäre es schade drum. Sondern die Gästen einfach zu bitten, im Vorhinein ein paar schöne Wünsche aufzuschreiben. Wenn die Gäste es vergessen, kann man noch ein bisschen Notpapier und Stifte vor Ort haben. Und dann zum Beispiel während der Trauung, dann können die Gäste, wenn sie möchten, ihren Wunsch auch gerne noch einmal vorlesen. Das gibt wirklich einen schönen Moment. Und dann wird es ins Feuer geschmissen und steigt auch in den Himmel sozusagen. Also da hast du auch die optische Komponente, aber eben auch die Wünsche, die dann gen Himmel steigen. Und ja, genau. Und das ist dann halt wirklich auch eine schöne Alternative und um einiges nachhaltiger als die Ballons. Kann man auch später auf der Party nochmal machen, wie man möchte, wo man das gerne einbauen möchte. Genau. Ansonsten gibt es noch. Auch während der Trauung zum Beispiel, man sammelt die Wünsche ein, wenn man sie jetzt nicht unbedingt verbrennen möchte, wenn man da kein gutes Gefühl bei hat, sammelt sie vielleicht in einer kleinen Schatzkiste und hat dann eine Erinnerung für Nachhinein. Vielleicht sagt man auch, diese Schatzkiste stellen wir jetzt erstmal weg. 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre und guckt da dann vielleicht zum 5-jährigen Hochzeitstag mal rein. Das ist natürlich auch schön, ne? Sich dann zurückzuerinnern, die ganzen Wünsche nochmal zu lesen und man hat es halt wirklich immer noch bei sich und als Erinnerung. Das wäre zum Beispiel auch eine schöne Idee. Finde ich auch mega. Ja. Also es gibt auf jeden Fall Alternativen, die nachhaltiger sind und cooler. Wir haben noch 26 Sekunden. Oha. Konfetti, Blumenkonfetti, das direkt Blumenkonfetti. aus dem Vaterland weg ist. So, Inge, ich danke euch. Wir müssen Schluss machen, 15 Sekunden. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war sehr, sehr cool. Wir ja. speichern das und wir wünschen euch ein erholsames und hoffentlich frisches Schönes Wochenende. Wochenende. Ein sonniges.